Hellas und willkommen zum PBIM 172 mit dem griechischen Captain, voll betrunken, voller griechischen Wein, den ich hier ja die ganze Zeit bei mir bei der Hauptstadt habe. In diesem speziellen PBIM geht es jetzt wieder mal darum, etwas mehr Krieg zu fördern, mit Ehre. Wir hatten eine längere Pause, weil ein Spieler, nämlich hier General Lee, scheinbar nicht mehr anwesend ist und ins, ja, irgendwie abgetaucht ist. Seit gut 2 Wochen und jetzt hat sich Ersatz gefunden. Also, spielen wir damit weiter und was sehen wir gleich bei den Ereignissen? Der Q Aladdin, derjenige, der momentan in Führung ist, ja, den habe ich getroffen. Und da gucken wir uns doch gleich mal an, was der Q Aladdin so hat. 31 Gold hat er, okay, 4 Gold pro Runde, das hat er wohl angesammelt, Goldfund hat er nicht. Ansonsten hat er nicht wirklich viel und ja, den restlichen Sachen. Stadtstaat hat er scheinbar auch noch nicht gefunden, sonst hätte er mehr Gold. Also goldmäßig liege ich da schon mal besser. Gucken wir uns noch die Punkte an. Einmal mit dem Mouseover. Etwas, was ich ja jetzt auch endlich mal gelernt habe, was es seit Brave New World gibt. Punkte durch Städte. Er hat eine Stadt. Die Stadt gibt 7 Punkte. Bevölkerung. Hat er 10 Punkte, ich habe dort 7 Punkte. Also hat er eine Dreierstadt, ich nur eine Zweier. Land 6, das hat sich nicht geändert. Und 12 Technologie. Er hat also auch 2 Technologien. Ja, ich habe nämlich Keramikbergbau. Und wenn ihr es richtig seht, er hat hier Tierzucht und Bogenschießen. Tierzucht hat er von vornherein und Bogenschießen muss er wohl erforscht haben. Ja, damit kriege ich dann den Bonus hier von einem Punkt weniger, den ich erforschen muss und ist in 2 Runden da. Ja, das wäre das. Jetzt gehen wir mal weiter zu den Einheiten und ziehen hier mal. Und zwar erstmal mit unserem Kriegerchen hier in die Ruine. Und die Ruine gibt uns Bevölkerung. Jawohl. Da sind die griechischen Aussiedler, die hier aus diesem Dschungel diesen Fluss entlang geschippert sind mit ihren kleinen Booten. Sind hier nochmal kurz vorbeigeschlichen an dem Barbarenlager, um nach Athen zu kommen. Und dementsprechend ist Athen jetzt so weit, dass Athen, ja, könnte jetzt natürlich hier das belegen, aber da lassen wir es doch lieber und machen mehr Wachstum. In 4 Runden wächst die Stadt wieder und in 3 Runden gibt es das nächste Feld. Das wäre das. Jetzt können wir mal dazu kommen, die Kultur zu benutzen, die wir haben. Wir können eine Sozialpolitik einführen. Und zwar nehmen wir natürlich erwartungsgemäß Tradition. Der bessere Staat ist mit Tradition. Gibt nämlich dauerhaft +3 und weniger Aufwände für Felderweiterung. Und wenn wir jetzt mal gucken, anstatt 3 Runden brauchen wir nur noch 1 Runde. So. Und dann zack, zack, sind die nächsten Felder auch ganz schnell eingemeindet. Gut. Ja, der hier wird mal gucken, wie wir das machen. Ob der, ne, kann mal schauen, ob er so zack, zack nochmal einmal hochgeht, um dann hier zurückzukommen. Und jetzt gucken wir mal nach unserem Bogi. Denn ich habe ja nirgendwo jetzt gesehen, wo hier der Q Aladdin ist. Also der sieht maximal, entweder ist er hier irgendwie so rum, vor, zurück, oder er hat den hier oben getroffen, wobei, warum sehe ich den dann nicht nirgendwo? Gucken wir mal hier weiter auf den Hügel und da ergibt sich, dass er dort drüben ist. Ja, der Hunne mit seinem Speer. Und der Speer wird höchstwahrscheinlich, also wo kommt der her? Entweder kommt er von hier oben oder kommt von da. Hier durchgelatscht ist er vielleicht auch, das so durch. Ich weiß nicht, wo er herkommt. Ja, da ich das nicht weiß. Hier, jetzt machen wir mal da gleich das typische Captain-Style. Wir werden ihn gleich mal angreifen. So. Und Feuer frei. Ja, wir machen Krieg. 25 Schaden. Das wird ihn erstmal ein bisschen nerven, dass ich seinen Speer gleich mal ordentlich angreifen kann mit meinem Bogenschützen hier. Gleichzeitig trainiert jetzt natürlich schön meinen Bogenschützen. Der kann ein bisschen Training brauchen. Ja, und ihn vor allen Dingen penetriert es ganz gut hier. Zack, von 100 auf 75 Trefferpunkte runter. Wenn er den, jetzt muss er den ständig in Bewegung halten und vor mir wegziehen, sonst ich werde ihm einfach mal folgen. Mal gucken, wo der hingeht. Ich werde auf jeden Fall nach da gehen. Und dann werde ich ja sehen, ob er hier oben irgendwo ist.
Oder wenn er nach da ziehen wird, ich werde auf jeden Fall dann so zack und hier rüber, um da hinten nämlich auch hinzugehen. Und da fällt mir doch gerade wieder was auf hier. Hier nämlich am Rand, und da sieht man es hier, dieses Eckchen hier. Gerade ist mir aufgefallen, da schimmert doch die Küste durch. Das heißt, das, was ich angenommen habe, diese Küste, die erstreckt sich offensichtlich wirklich hier so entlang. Ja, man kann es nämlich hier ganz deutlich am Rand sehen. So, gut. Gibt es sonst irgendwelche Küstenfelder, die ich sehen sollte? Geht nicht weiter. Jetzt müssen wir mit dem hier weitermachen. Der hat natürlich auch dort Küste. Man sieht es ja ganz deutlich bei dem Feld. Ja, also ein Weiterziehen, und da sieht man die Küste auch. Und der hat auch weiter Küste, also da geht es nicht weiter. Und ziehen wir noch einen weiter, und ja, wunderbar, hier hört der Kontinent auf. Kann ich wunderbar beim nächsten Mal so zack, zack machen, und dann habe ich auch das nächste Ruinenstückchen eingemeindet. Damit bin ich jetzt Punkteleader, 39 Punkte, und werde damit wahrscheinlich der Gejagte, oder ja, ja, am Anfang der Gejagte sein. Oder sie haben entsprechend Schiss. Sorgen wir mal dafür, den etwas unerfahrenen Q-Aladin ein bisschen aufs Glatteis zu führen. Dreiste Forderungen stellen wir. Na, eigentlich nicht so dreist. Ist ihm sein Speer nun das Gold lieb oder nicht? 31 Gold und 4 Gold pro Runde, Maximalforderung, und ich mache Frieden. Wenn er es nicht macht, jage ich ihn halt noch ein bisschen weiter. Achso, wir gucken mal in die Demografie rein, nachdem er ja erkundet wurde. Ja, er ist nicht derjenige mit dem maximalen Militärwert. Das ist er nicht. Das ist er nicht. Vielleicht mit dem zweiten oder mit dem dritten, aber tja, also maximalen Militärwert hat jemand anders. Und maximal Zufriedenheit hat auch jemand anders. Gut, das wär's dann, und wir verabschieden uns und sehen uns in Runde 10. Hellas.